Ja, danke Austria. Und wieder ist es passiert, die Austria mit einem großen Fußballabend in Weidmannsdorf. Florian Jaritz und Chlor Amanda machen gleich nach ihrer Einwechslung in Co-Produktion das 1:1 gegen Rapid. Eine bessere Geschichte kann es fast nicht geben. Es ist alles so schnell gegangen. Ich war erst wenige Sekunden am Platz, als Jaritz den Ball perfekt reingespielt hat. Es war großartig, nach so einem Spiel noch den Punkt zu schaffen und dem Team zu helfen. Und wir haben immer daran geglaubt, dann mit der glücklichen Einwechslung von Flo und von Glory, eine super Kombination und dann war ein super Tor. Die Austria ist zu Hause einfach nicht zu besiegen. Zum dritten Mal kann man in Unterzahl zumindest einen Punkt erobern. Man hat fast schon Erfahrung mit solchen Situationen. Wir haben es wirklich schon öfter gezeigt diese Saison, dass wir mit Amon weniger gut mithalten können und gegen WRC und jetzt auch schon gegen Rapid super Moral gezeigt und da einen Punkt geholt. So ein Team-Spirit, also den gibt es glaube ich ganz selten. Auch in Unterzahl fand die Austria gute Gelegenheiten vor. Und dann kam eben Chlor Amanda. Mit der Einwechslung in der Schlussphase hat der Trainer ein goldenes Händchen bewiesen. Seine Anweisung an den Torschützen war diesmal ganz einfach. Da kannst du nur sagen, nur kurz, hoppala, da den Raum zu machen, attackieren, aus, zwei Sätze. Leider hat er es nicht befolgt, wer der Tor gemacht hat. Der Ausgleich gibt Auftrieb für das Derby am Samstag, aber die Personaldecke ist immer dünner. Keine leichte Aufgabe für den Trainer. Muss ich den Lasnik wahrscheinlich noch umziehen auch noch? Muss ich den Lasnik noch einberufen auch? Ob der Co-Trainer wirklich einspringen muss, man wird sehen. Sicher ist, die Mannschaft wird alles geben, wie schon bisher. Und in einem Derby ist immer alles möglich, das haben wir schon in der ersten Runde gezeigt. Und viele violette Fans sind beim Derby dabei.